Das ist der Game Boy Advance. Er kann Grafik auf dem Niveau des Super Nintendo darstellen und war eine sagenhaft erfolgreiche Konsole. Jedoch werden lahme 2D-Grafiken für die nächste Generation nicht mehr ausreichen. Was Nintendo braucht, wären Spiele, die sich in etwa auf dem Niveau des Nintendo 64 befinden. Und wenn wir schon mal dabei sind, vielleicht noch irgendein komisches Gimmick, das gerade so nach Nintendo schreit. Oh, was ist denn das? Ein Nintendo DS? Das DS steht für Dual Screen und kommt daher, dass er einen normalen Topscreen hat und einen darunter befindlichen Touchscreen, weil was duale Screens sind. Grafisch ist es tatsächlich auf dem Niveau des Nintendo 64. Ich würde sagen, wir haben einen Gewinner in vielen Hinsichten. Unglaublich. Nintendo hat dem DS so sehr vertraut, dass sie ihm nicht den Gameboy-Titel geben wollten, falls er ein riesiger Flop wird. Keine zweite Virtual Boy-Situation für dieses Unternehmen. Wie sich herausstellt, wurde er aber erfolgreicher als der Game Boy Advance und die Game Boy-Marke haben wir seitdem nie wieder gesehen. Für mich persönlich war der Nintendo DS die erste Konsole, auf deren Release ich hingefiebert habe. Ich war durch den Status als GameCube-Besitzer natürlich ein großer Fan der N-Zone und konnte meinen Augen kaum glauben, als dort plötzlich die Rede von einem Gameboy-Nachfolger war, der 3D kann. 3D für unterwegs? Ich glaube, ich werde gleich ohnmächtig, nachdem ich mein N-Zone-Abo abgeschlossen habe. So habe ich für die nächsten Monate immer die DS-Sektion im Auge behalten und mich an jedem noch so kleinen neuen Detail erfreut. Ihr glaubt gar nicht, wie beeindruckt ich von diesem dummen Triforce war, dass jemand mit dem Touchscreen auf ein Auto gemalt hat. Das hätte meine Vinyls auf das nächste Level gebracht. New Super Mario Bros. DS sah auch kriminell spaßig aus. Ich weiß noch, wie ich stolz auf dem Schulhof erzählt habe, dass das der erste Super Mario Bros. Teil seit dem NES wird, weil ich das irgendwo in der Endzone gelesen habe. Ich glaube nicht, dass irgendjemand von uns wirklich wusste, was ein NES überhaupt sein soll. Der DS wurde letztendlich am 11. März 2005 in Deutschland released. Und obwohl ich ihn unbedingt haben wollte, war ich immer noch 12 Jahre alt und hatte kein eigenes Einkommen. Ich weiß nicht mal mehr genau, warum ich ihn nicht zu Weihnachten 2005 bekam. Ich bin mir sicher, dass ich ihn mir gewünscht habe. Vermutlich bekam ich ihn schlicht und ergreifend nicht. Aus irgendwelchen Gründen wollten meine Eltern nicht, dass ich meine gesamte Freizeit mit Videospielen verbringe, was einfach nur eine komische Aktion von ihnen war. Was sollte das überhaupt? Ich bekam meinen eigenen DS dann endlich gegen Frühling 2006. Zur Zeit gab es natürlich nur das klobige silberne Modell, was ich im Nachhinein betrachtet nicht mal fast so sehr wie den DS Lite mag. Aber den hatte ich damals nie selber. Wenn ihr heutzutage einen DS kaufen wollt, legt euch einen DS Lite zu. Die sind günstig zu bekommen und haben ein wirklich gutes Bild, auch wenn es über die Kamera grauenhaft aussieht, wenn man es abfilmt. Aber lass mich gar nicht erst damit anfangen. Mein erstes Spiel war Mario Kart DS. Irgendwie gab es in der Anfangszeit des Nintendo DS sonst keine zu aufregenden Spiele. Ich wusste direkt, dass ich nicht Mario 64 haben will. Die DS-Version sah nämlich wirklich nicht gut aus. Mario Kart DS dagegen war ein Träumchen. Es hatte dank der Ergänzung von Retro Cups direkt doppelt so viele Strecken wie Double Dash. Ich weiß noch, dass mich die neue Windschattenmechanik enorm verwirrte. Wenn man lang genug hinter einem Gegner fährt, bekommt man einen kurzen Geschwindigkeitsschub, welchen ich darauf zurückführte, dass ich lang genug gerade ausgefahren bin und nie so wirklich gezielt einsetzen konnte. Ich hab's aber versucht. Der Missionsmodus war natürlich sowieso ein Highlight und irgendwann kehrt er bestimmt in seiner vollen Pracht zurück. Bestimmt. Damals vergingen etwa 2 Monate, bis ich endlich mein zweites DS-Spiel bekam. Da es sich dabei um New Super Mario Bros. DS handelte, war es aber kein Problem für mich, denn ich habe New Super Mario Bros. DS geliebt! Ganz besonders den neuen Mega Mushroom, mit dem ich immer und immer wieder durch das erste Level gelaufen bin. Ich habe es geliebt, sämtliche Hindernisse zu zerstören oder mit Hilfe der Stampfattacke Goombas vom Himmel fallen zu lassen. Ich glaube, eins meiner nächsten Spiele war Beautiful Joe, was ehrlich gesagt ein wirklich guter Ableger der Reihe ist, über den niemand jemals redet. Der DS hatte aber immer noch die große P-Frage zu beantworten. Pokémon wann? Wann Pokémon? Sicher, zum Launch gab es Pokémon Dash, aber das bekam von der N-Zone gar keine gute Wertung, weshalb ich schön die Finger davon gelassen habe. Ist auch kein richtiges Pokémon, sondern einfach nur so ein komisches Rennspiel, also naja. Zu Weihnachten 2006 bekam ich dann endlich den so heiß ersehnten, aber doch unerwarteten Pokémon-Teil. Mystery Dungeon, Team Blau. Ich hatte nicht die leiseste Ahnung, was mich darin erwartet, aber ich habe es geliebt. Die Story, der Sammelaspekt und diese komplett neue Welt waren super. Am Ende des Spiels konnte man sogar schon ein paar erste Blicke auf neue Generation 4 Pokémon erhaschen, in Form von dem Lucario-Team generell und verschiedenen Statuen. Die neuen Editionen werden bestimmt super. Ich kann's kaum erwarten!
Irgendwann nach Weihnachten bin ich an einem mit Schnee bedeckten Baum vorbeigelaufen, dessen schneebeladene Äste ziemlich tief hingen. Ich hatte meinen DS in so einer seitlichen Hosentasche, denn Cargo-Hosen fand ich damals ziemlich cool. Ich bin mit dem DS in der Tasche an dem Ast vorbeigelaufen, der Schnee gelangt in meine Tasche und aus irgendwelchen Gründen hat das dafür gesorgt, dass der Topscreen die Farben alle im Negativ darstellte. Das bedeutet, ich konnte meinen DS nur noch wirklich für Spiele nutzen, die ausschließlich auf dem Touchscreen stattfinden. Denn alles auf dem Topscreen sah wirklich komisch aus und ich habe es gehasst. Mystery Dungeon war glücklicherweise eins davon. New Super Mario Bros. Und Mario Kart nicht. Am 27. Juli 2007, passend zu den bevorstehenden Sommerferien, kamen dann endlich Pokémon Diamant und Perl raus. Ich hätte sie wirklich gerne gespielt, wenn nicht das Problem mit meinem DS wäre. So habe ich mir stattdessen Pokémon Ranger gekauft. In dem Spiel zieht man Kreise um Pokémon herum. Ich meine, ich mochte es, aber eine richtige Edition war es dann doch nicht. Ich habe Generation 4 bei einem Freund immer wieder gesehen und auch ein wenig gespielt, aber ich hatte die Edition damals nie selber. Irgendwie hat das dafür gesorgt, dass ich mit Diamant und Perlen nie sonderlich viel anfangen konnte. Für mich haben die Spiele eine absolut unerträglich langsame Geschwindigkeit, die Musik ist sehr kratzig und die gewaltige Menge an Baby-Pokémon und seltsamen Weiterentwicklungen von Generation 1-Pokémon hat mich auch nicht abgeholt. Ich mag Diamant und Perl mit am wenigsten von sämtlichen Pokémon-Editionen. Wer weiß, wie es gelaufen wäre, wenn ich an jedem Tag von dem schneebedeckten Ast nicht erwischt worden wäre. Platin ist aber schwer in Ordnung, weil es nicht gefühlt in 40% der eigentlichen Geschwindigkeit läuft. So am Rande. Ein weiteres Spiel, das auf dem Touchscreen gespielt wird, ist Nintendogs. Ich hatte die Dalmatiner-Edition und war natürlich sehr stolz auf meinen Schieber, der maximal 4 Tricks konnte, weil ich nie herausgefunden habe, wie man die fortgeschrittenen Sachen macht. Mit meinem virtuellen Hund spazieren zu gehen und coole Geschenke zu finden, war aber super. Der DS war auch wirklich die letzte Spielekonsole, die ein solches Spielekonzept wie virtuelle Haustiere erfolgreich bringen konnte, bevor solche Dinge alle auf Smartphones gewandert sind. Weil ich damals nicht wollte, dass meine Familie hört, wie ich mit meinen Videospielen rede, ironische Sache im Nachhinein betrachtet, habe ich immer ganz leise in das Mikrofon gesprochen, weshalb viele Befehle vermutlich nie richtig erkannt wurden. Sitz. Sitz. Ich glaube, ich bekam Nintendogs damals für meine Firmung. Ich musste mir viel langweiliges Geschwafel anhören, um mich endlich um meine virtuellen Hunde kümmern zu können. Das kann ich euch versprechen. Zwischendurch hatte ich noch Resident Evil auf dem DS, was einfach nur ein ausgewaschener Port von Teil 1 mit ein paar optionalen Gimmicks ist. Und ich habe mir ein paar Mal Advance was ausgeliehen, wo ich aber nicht eine einzige Mission schaffen konnte. Das war wirklich absurd schwer für mich. Zwischendurch bekam ich auch noch mein so heiß ersehntes neues Mario RPG. Mario und Luigi Partners in Time. Versteh mich nicht falsch, ich mochte das Spiel an sich. Aber nach Paper Mario 2 hat es sich schon sehr eingeschränkt angefühlt. Den letzten Boss habe ich auch nie geschafft. Ich denke, es war okay. Auch wenn ich mich immer gerne an die DS-Zeit erinnere, habe ich die Konsole nach den ersten beiden Jahren komplett ignoriert. Das hatte zwei Gründe. Zuerst war die Sache mit dem Bildschirm, was übrigens irgendwann 4 Jahre später random wieder weggegangen ist. Also ich weiß wirklich nicht, was genau damit auf sich hatte. Es war wirklich komisch. Der andere Grund war Nintendos neueste Heimkonsole. Ich bekam keine Wii, als sie im Dezember 2006 erschien, aber konnte sie mir dann im darauffolgenden Jahr mit etwas angespartem Geld vom Zeitung austragen und Weihnachtsgeld der Familie zulegen. Der DS hatte ab diesem Zeitpunkt absolut keine Priorität mehr für mich. Und ich glaube sogar, dass ich mir danach nie wieder ein neues DS-Spiel gekauft habe. Das heißt aber natürlich noch lange nicht, dass ich nicht noch das ein oder andere Spiel gespielt habe. Viele frühe DS-Spiele habe ich damals über Emulatoren gespielt, die eher mäßig gut liefen. Haben wir hier ein paar Fans von No Cash GBA? Die meisten Spiele liefen auf meinem PC viel zu langsam, aber ein paar konnte ich fast normal spielen. Yoshi Touch and Go war eins davon. Hierin malt man Wolken, über die Yoshi läuft oder Baby Mario schwebt oder was auch immer. Man hat keine Kontrolle über Yoshi, man malt lediglich Wolken, was für fast 10 Minuten interessant ist. Ein anderes Emulatorspiel war für mich Nanostrade 2. Das ist ein verhältnismäßig schlichter Shooter, der ebenfalls über den Touchscreen gesteuert wird. Ich fand es damals wirklich in Ordnung. Als ich es mir dann bestimmt 10 Jahre später mal tatsächlich gekauft habe, war ich doch ein bisschen enttäuscht, wie unspielbar es auf echter Hardware ist, da die Hand so viel von dem Bild verdeckt. Vermutlich soll man es mit dem Daumen spielen oder so, aber ich weiß ja nicht. Emulation war generell ein großes Problem zu DS-Zeiten. Ein Problem für Nintendo. Für Pleitegeier war das natürlich ein absoluter Segen. Vor allem die Pokémon-Spiele wurden so unglaublich viel über den Emulator gespielt. Ich kann mich sogar an Kopierschutzmaßnahmen der Spiele erinnern.
In Heart Gold und Soul Silver ist es hin und wieder passiert, dass alle Figuren zu einem Meer aus Blöcken wurden, woraufhin das Spiel crasht, sobald man ein Gebäude betritt. In Pokémon Schwarz und Weiß bekam man keine Erfahrungspunkte, wofür man zum Launch erst extra einen Cheat aktivieren musste. Das war tatsächlich ein solider Versuch, die Emulation einzuschränken. Hat auch für fast 3 Stunden lang funktioniert. Die Leute, die ihre DS-Spiele nicht emuliert hatten, hatten in der Regel eine von diesen Flashcards, die irgendwie 5 Jahre nach dem Launch des 3DS verboten wurden, aber seitdem trotzdem weiterverkauft werden, weil es niemanden interessiert. Davon hatte ich damals keine. Aber ich hatte auch schon jegliches Interesse an dem DS verloren, als die Teile den Markt geflutet haben. Nachdem ich den DS für einige Jahre ignorierte, konnte ich ihn dank verschiedensten ROM-Seiten gegen Ende seines Lebenszyklus doch wieder in mein Herz schließen. Ich meine, Mystery Dungeon Team Dunkelheit und Zeit waren ziemlich cool, auch wenn ich Team Blau immer noch mehr mag. Mit Dragon Quest Monsters Joker gab es einen neuen Ableger des Monster Trading Spin-Offs aus dem Dragon Quest Universum und auch wenn es ehrlich gesagt nicht so besonders ist, hatte ich viel Spaß damit. Ein Spiel, mit dem ich damals viel zu viel Zeit verbrachte, war Digimon World Dusk und Dawn. Diese Spiele sind ohne eine Speed-Taste nahezu unspielbar und bestehen eigentlich nur aus Grinding. Dieses Grinding hatte aber unerwartet viel Tiefe und ich bin damit so weit gegangen, bis ich ein Team aus Digimon mit Werten im 900er-Bereich hatte. Die Spielstände sind natürlich schon lange weg. Nach einer längeren Phase der pubertätbedingten Abneigung gegenüber den Pokémon-Spielen konnte mich Generation 5 damals auch wieder komplett für sich gewinnen. Vermutlich in erster Linie, weil ich zu der Zeit einige Pokémon-Let's Plays schaute und dementsprechend ich war wieder heiß wie Frittenfett, versteht ihr? Ich weiß auch, dass ich darin tatsächlich einige Pokémon richtig gezüchtet habe und sogar ein paar Shinies holte. Aus irgendwelchen Gründen habe ich Schwarz und Weiß 2 dann aber trotzdem komplett verpennt. Heart Gold und Soul Silver waren für jemanden, der mit Generation 2 aufgewachsen ist, natürlich auch super. Weil ich die Spiele zu der Zeit aber nicht selber hatte, kam ich nie wirklich in den Genuss des Pokewalkers. Aber irgendwas sagt mir, dass ich auch so mit 17 Jahren nicht mehr mit einem Pokémon-Schrittzähler durch die Gegend gelaufen wäre. Das war nämlich eine Sache, die ich mit 28 gemacht habe. Ganz offensichtlich. Nach den ersten 2 Jahren habe ich auf dem DS-Wendern wirklich nur noch Pokémon gespielt. Insgesamt hatte ich aber das Gefühl, zu alt für die Konsole zu sein. Mit 12 fand ich das alles super, aber als ich dann langsam älter wurde, sah ich darin nur noch schlechtere Versionen von richtigen Spielen. Ich würde auch wirklich gerne sagen, dass ich inzwischen gelernt habe, wie falsch meine Einschätzung war, aber irgendwie empfinde ich das immer noch so. Ich liebe den DS dafür, dass er so eine unglaublich seltsame Konsole mit wirklich einzigartigen Spielen ist. Aber es kommt so gut wie nie vor, dass ich darauf tatsächlich mal was spielen will. Ich habe vor 1 bis 2 Jahren Castlevania Dawn of Sorrow gespielt, was ziemlich gut war. Aber davon abgesehen, fällt es mir schwer, ein Beispiel zu finden. Ich kann euch nicht mal sagen, was mein Lieblingsspiel auf der Plattform ist. Ich glaube, ich würde am ehesten Pokémon Schwarz und Weiß sagen. Ich stand immer hinter Generation 5 und das wird auch so bleiben. Abgesehen davon mag ich Mario Kart DS, glaube ich. Ich weiß nicht, es ist eine komische Konsole für mich, die mich als Kind begeisterte und als Teenager zu Tode langweilte. Das Ganze ging sogar so weit, dass ich meinen DS und alle Spiele mit 18 Jahren für viel zu wenig Geld verkauft habe. Ich hatte wirklich gar kein Interesse mehr daran, jemals etwas auf der Konsole zu spielen. Zu dem Zeitpunkt. Heutzutage bin ich natürlich nicht mehr so vernünftig. Von den Spielen, die ich als Erwachsener auf dem DS entdeckte, würde ich definitiv die Dementium-Reihe empfehlen. Ich meine, schau euch allein die Grafik davon an. Das ist unverschämt gut für ein DS-Spiel. Als Dragon Ball-Fan solltet ihr auch wirklich einen Blick auf Dragon Ball Z Attack of the Saiyans werfen. Das ist einfach ein JRPG in der Saiyajin-Saga, was auch wieder etwas grindlastig ist, aber allein die Animationen sind es schon wert. Aus irgendwelchen Gründen wurde Pokémon Conquest nie in Deutschland released. Dabei handelt es sich einfach um ein Taktik-RPG mit Pokémon, was auch ziemlich interessant und charmant ist. Und ich denke, das ist soweit meine Erfahrung mit dem Nintendo DS. Ich mag ihn nicht so sehr, wie ich sollte, aber hey, das gehört manchmal auch mit dazu. Und ich hatte trotzdem vor allem in den ersten beiden Jahren sehr viel Spaß mit der Konsole. Die Wii fand ich dann aber trotzdem besser und der DS konnte nicht so ganz mithalten. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt auf Patreon vorbeischauen, wie die Namen, die vorbeiscrollen an den beiden Seiten. Oder alternativ habe ich auch noch ein paar andere Rückblickvideos auf verschiedene Konsolen. In erster Linie Handhelds, aber ich sollte noch mehr machen. Ich werde das mit dem Game Boy Advance verlinken, denn ich denke, das wird ziemlich cool. Schaut in mein Game Boy Advance Video rein. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.